Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Hogwarts Legacy im Raum der Wünsche. Wir haben jetzt hier mittlerweile drei der Punkte, oder so, wie man nennen darf. Keine Ahnung. Und wir müssen den Raum der Wünsche erkunden, meine bis Güte, die Dame können Sie nicht leiser sein? Fertig ist. Ui. Ja, und die Dame hier möchte sich ausruhen. Stimmt, ja, die Puppe da vorne. Können wir die... Nee. Wir können nur das Bild. Na gut, vielleicht müssen wir das Bild wegnehmen. Geht nicht. Okay. Doch, sie mir vielleicht, ja, wir das Bild halt weg, ne? Die Truhe ist geöffnet, jo, vom letzten Mal. Hat ein bisschen nachher gespeichert, ne? Tea time, please. So der Art, ne? Diese Augen. Echt nichts. Nein. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Ja, im Raum der Wünsche. Nein, nicht. Das ist nicht hilfreich. Wertloser Haufen Blech. Wollen wir kurz eindringen? Können wir mit dem sprechen? Gibt es hier irgendwie ein Problem oder so? Ach, eine Heckenschere. Die gute alte Heckenschere. Wer hätte es gedacht? So, weg damit. Ich bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Ach du. Klar, der Raum der Wünsche macht ja das, was man am meisten benötigt. Und wenn es ein Bad ist, dann ja. Aber wohl zu wenig geduscht. Durch den Müll. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ich weiß nicht so recht. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Revelio. Kann doch da irgendwie, muss doch da irgendwie rein. Gott. Hier. Komm durch. Ja, aber... Können wir hier irgendwie auf was hochklettern? Nee, oder? Accio.
Achso, wir können, wenn wir geduckt sind, nicht. Jo. Nur auf diese Höhe, ne? Warte mal. Können wir hier hoch irgendwie? Nein, oder? Sehr, komm mal ran. So, mal schauen, ob es da was tut. Was? Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Hä? Ich wollte doch. Levioso. Danke sehr. Confringo. Nö, eigentlich nicht. Hallo, ich will springen. Wie kann ich nicht springen? Die ist eine Altverwandt. Kann ich die irgendwie durchboxen? Geht das? Also, durch diese... Und wann verliert dann... das Scheißding... Entschuldigung. Ich schwebe in die Truhe die Magie. Da gehen wir noch nicht, ne? Wenn es hier nicht geht, dann denn? Also. Ich bin verwirrt. Wenn sie hier rumlatschen. Ja, auf die andere Seite können wir nicht, oder was? Das ist doch doof.
Nein! Wenn ich das Ding jetzt ein bisschen weiter rücke, zuschiebe, wie auch immer. Warum kann die Dame nicht da drüber springen? Da könnte ich drauf, aber das bringt mir nichts. Komm, Truhe, bitte, bitte, bitte. Ja, das schwebt noch, ne? So, ich probier's noch einmal hier und dann ist aber Schicht im Schacht, ne? Dann gehen wir weiter. Wenn das nicht wird... So. Eventuell. Hallo, ich wollte doch... Hallo? Ja, ich kann die Truhe immer noch nicht öffnen, ne? Levioso. Der Pulsor fehlt mir noch, ne? Das Ding wegzustoßen. Vielleicht geht er noch kurz weiter. Ey, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Oh, das ist... Nein, das ist nirgends. Wir kommen nicht mehr ran. Doof. Huh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten.